Tatsächlich sind die meisten kritischen Infrastrukturen eher auf einen Stromausfall oder auf eine Teilstörung oder Teilzusammenbruch eher vorbereitet als auf eine Pandemie. Das sieht man zum Beispiel anhand der Pandemiepläne der großen Konzerne als auch des natürlich nicht Vorhandenseins bei mittelständischen Unternehmen oder kleineren Unternehmen. Und es ist so, dass gewisse kritische Infrastrukturen wie Wasserwerke da sich schon seit Wochen und auch schon vor 3, 4 Wochen auch schon Gedanken gemacht haben und da auch schon Maßnahmen laufen lassen, um halt dementsprechend, wenn eine Betriebstruppe ausfällt, entsprechend reagieren zu können, ersetzen zu können und und. Wie es bei den Energieherstellern bzw. Energieerzeugern ist, ist unterschiedlich, weil das meistens Konzerne sind und die dann halt eigene Pläne haben.